Der steht nicht immer auf der gleichen Stelle, wir parken nur immer auf die gleiche Stelle hin. Packst den immer zurück. Ja. Bravo, ja. Wenn das hier. Am Brunnen wie diesen kannst du Wassertanks auffüllen. Er braucht so für die Kühe und so dann später mal. Fein. Ist schön animiert das Wasser, es bewegt sich. Ey, die Animation ist richtig awesome. Ja, haben sich ja wohl ein bisschen was getan bei der Animation und so. Es bewegt sich oben eine Schicht nach links und unten bewegt sich die Schicht dann wieder zurück. Also eigentlich wird sich die Textur wahrscheinlich die ganze Zeit im Kreis drehen. Kann sein, ja. So, oder vielleicht so ein unsichtbarer Block, wo das die Textur im Kreis dreht sich halt. Ja, trotzdem. Irgendwie so in der Art. Denke ich mir, dass ja man schon halt mal die Drehung nicht sieht, weil die ist im Holz. Ja. Aber trotzdem. Ja, mal. Wir wollen jetzt mal nicht zu viel sagen. Nee, wir wollen nicht dieses Spiel mal nur schlecht reden. Ja, eh nicht, aber ja. Oh Mann, es gibt halt Features und es gibt halt Dinge, die nicht gerade so gut sind. Besser sein können. Genau. Ich meine, die wollen für dieses Spiel ja mittlerweile schon 35 Euro haben. Was ein Haufen Geld ist. Und da sollen sie auch was bieten. Naja, abgesehen jetzt von den ganzen Neuerungen in den Texturenbereich und so, das passt ja alles, aber vom Feature her ist halt wenig gekommen. Ja, nicht wirklich was. Es gibt jetzt Schweine. Ja, okay, das ist schon nicht so schlecht, dass man Schweine hat auf dem Bauernhof, weil das war ja auch immer so ein Thema. Schweine am Bauernhof gehören halt einfach meines Erachtens dazu, gell? Wir haben trotzdem noch nie wirklich Tierzeugs gemacht. Ja, mit Phil hatte ich das gemacht im Let's Play, aber. Ah! Moment mal. Was denn? Zweimal Steuerung. Bei mir aber dann nicht, wie es funktioniert. Hat sie mir in einem Modifikationsschlüssel kommt Name sonst so. Wenn sie zu Fuß doppelklick die Motor-Taste freizeigt, Keys hier geändert werden. Die Frage ist halt, was ist die Modifikationstaste? Sonst auf jeden Fall. Also, wenn du Dinges zweimal Steuerung im Fahrzeug reicht einmal. Okay. Und dann kannst du das Fahrzeug wahrscheinlich irgendwie hinzufügen. Ja, irgendwie. Frage ist halt wie, gell? Achso, nee, chatten wollten wir nicht. Guck mal, ich habe einen Chat raus. Kann nicht. Dem ich ja, was sende. Hat der irgendwie nicht angenommen. Du musst zweimal Escape drücken. Weil einmal tut er dich nur aus deiner Eingabebar und dann. Helfer J. Helfer hat die Arbeit beendet. Achso. Helfer F hat die Arbeit erfolgreich beendet. Nee. Achso, weil du wahrscheinlich in deinem Fahrzeug einen Helfer benutzt. Wahrscheinlich, ja. Du drückst alle möglichen Tasten. Einfach mal testen, aber geht nicht. Egal. Ja, wir müssen das halt mal nachschauen. Ich kann Licht anschalten mit F. Kann auch mal den wunderschönen Traktor hier rausnehmen. Scheiß Baum da. Traktor. Ja, wie schaut es denn da gleich aus? Wir haben ja noch ein Feld, gell? Irgendein wir Feld. Wir haben drei Felder haben wir in erster Linie. Irgendein Feld ist schon erntereif. Das 16er ist schon erntereif. Gehört das uns? Nein. Jetzt, wir haben nur 12, 14 und 15. Genau, ja, die sind alle noch im Wachstum. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir könnten die Zeit ein bisschen höher stellen. Dann wäre leichter. Das wäre eine Variante. Was haben wir eigentlich für Aufgabenzettel? Links verkauft ist soweit alles. Also jetzt schon noch ein bisschen was im Silo, nur halb klein, klar. Ja, was in der Auszeit. Ja, jetzt werden wir dann eh wieder. Jetzt kommt dann dreschen, dann abfahren, dann können wir auch Ballen machen oder mit Ladewagen eben. Wer weiß. Ja. Kann man ja mit dem Ladewagen dann wieder aufsammeln und verkaufen.
Genau. Jo. Ein bisschen bessere Mähdrescherwehrmaske. Oder zumindest ein breiteres Schneidwerk. Das wird ja auch schon genügen, oder? Naja, da wirst du nichts kriegen. Ist ja immer angepasst. Nee. Metrisch. Kannst ja anderes auch dran klatschen. Geht das? Ja, klar doch. Glaube ich jetzt entzögern soll. Was? Die sind doch nicht untereinander kompatibel. Doch. Nee. Doch. Aber ist doch extra unten als Puzzleteil immer angegeben. Bei den Schaltwerken. Bei Schaltwerken hast du unten rechts ein Puzzle. Ja, zu wem es passt. Genau. Welcher Drescher damit arbeitet quasi? Naja, ich glaube eher, wenn es idealerweise passt. Aber früher konnte ich das Ganze mal tauschen, war egal. Ja, wir können ja mal mit dem Guten hinfahren. Wenn wir verkaufen ihn komplett oder halt Ja, ich nur glaube, macht Schneidwerk. mehr Sinn, wenn wir ihn komplett verkaufen. Mann, was kostet ein neuer Mähdrescher? Nicht Rübenernter, sondern Feldhäcksler. Ah, da oben Erntemaschine da. Wir haben jetzt den Den Flügel, den zweiten. Case. Ja, dann hieß er halt Case. Case 1,6 ist ja aber das Icker ganz schön schlechter. Können es vermieten, aber. Ja, kaufen können Weiß. wir uns keinen. Was hast du hier angestellt? Warum? Weil wir in unserem Spiel verloren. Ich habe nichts gemacht. Ich dachte mir gerade wieder, es ist so 9:11 Uhr. Ist wieder deine Zeit. Man weiß es nicht, ob es vielleicht noch kommt. Das Spiel ja schon vorher weiß. Ja, werden wir sehen, dann locken wir uns halt einfach nur ein. Oh, Synchronisiere synchronisiere. dorthin. Es geht natürlich bei uns hier ganz flink. Da bist du wieder. Hab ich gerade einfach rausgeschmissen. Ja, okay, der Gibst du Case, Synchronisiere dorthin? ist halt fraglich. Ist halt wirklich schon recht teuer. Wir können mieten, aber naja, was man halt. Wir kriegen ja auch noch was raus. Aus dem Alm. Ja, Den haben wir schon, noch. ja. Die Frage, was wir rauskriegen. Das ist fraglich. Und ein Schneidwerk brauchen wir auch noch. Ja, wenn wir es jetzt einfach mal einen größeren kaufen würden. Jetzt haben wir den. Den New Holland brauchen wir nicht kaufen, der wird nicht so viel stärker sein. Das heißt, wir müssten den Masse Ferguson kaufen. Kostet 202. Dann das Schneidwerk. Was hat denn für ein Schneidwerk? Da. Kostet 38.000. Das heißt, 238.000 wird es kosten. Der kostet doch 202, also sind wir insgesamt bei 240. Oder 240. Das ist die Frage, was wir zurückkriegen. Mal jetzt mal zur Gruppe. Alter, ist die Kacke langsam. Wie wäre es, wenn mein Trecher mal zuklappt? Vielleicht auch was. Wir kriegen zurück 24.000. Er ist noch nicht repariert. Ja, sag ja so. Gib mal 24.000 zurück, das ist. Wo ist da jetzt eigentlich das Achtung dran, ach so, weil ich die Warnleuchte anhabe? Weil 50.000 kriegen wir schon zurück. Ja, dann wären wir genau, wird sich genau nicht ausgehen. Ganz. Ja, doch mit dem Schneidwerk vielleicht. Warum? Wir haben gerade eben 100. Nee, 86. Ah, 86 noch. Interessante Frage.
Ja, Mähdrescher brauchen wir neu, weil es ist. Frage ist halt nur, wenn wir jetzt den Masse fairer sind, der nächste, der hat nicht viel Unterschied. Alter, wie langsam ist die Kacke? Kann auch nicht mit einer Maximalgeschwindigkeit von 23 km/h hier lang duckern. Anscheinend schon. Fan hätten wir auch. Da warten wir hätten wir da hinten auch. Also die sind alle zu teuer. 220.000er Fan. Haben wir eigentlich den Hänger mit drin? Was? Unser Multifunktionshänger? Glaube nicht. Drin. Und da. Tieflader steht die Bühne da drin sein, aber da ist keiner drin. Immer, Junge. Ey, was soll das? Ey, da kam gerade ein KI-Fahrzeug und das hat mich gerammt. Oh. Hätte natürlich auch ein Tempomat einschalten können. Da hätte ich, kann ich im Shop nachschauen. Ja, er fährt nicht weiter. Das funktioniert mal was. Oder halt gegen die Barriere fahren dort vorne. Woran sieht man, welche Geräte wir gemietet haben und wer uns gehört? Also nur gemietete Fahrzeuge. Böttinger. Schon 2 Tage gemietet. Ist immer Maschine ein Tag. Betrieb. Jetzt ist abgezogen worden. Jetzt haben wir nur noch 77. Halt die Mulde fest. Ja, aus dem Grund wäre es halt schön, wenn wir wahrscheinlich uns das zulegen. Gerade solche größeren Geräte. Also, dann komm mal her zu mir. Das sind 8000, die wir. So, jetzt kriegen wir, was haben wir gesagt? 28 kriegen wir aktuell. So, mal. Kommen wir reparieren da. Ja, 15.000. Mach einfach. Nightwerk auch mit. Kostet auch nochmal 1.800. So. Also der Mietrecher bringt uns jetzt 100. Ja, ausgegeben haben wir 17.000, also. Ja, das Schneidwerk ist ja noch nicht verkauft. Ja, verkaufen wir ihn. War ja noch so, also irgendwie, der tut auch nicht immer triggern. Schneidwerk bringt uns 12.000. Problem ist, das reicht mir immer nicht. Wie viel haben wir denn jetzt? 176. 176. Das heißt, uns würden genau 64 fehlen. Was könnten wir jetzt als Kredit auch nehmen? Könnten wir jetzt als Kredit aufnehmen. Aber Problem ist, das wäre ein Kredit von 64.000. Ja, das ist eine Big. Oh Mann, wir haben nur noch Kreditsumme 70, also das. Ja, es bringt nichts. Wir müssen. Ja, nimm halt einen Kredit auf. Wir müssen, können das ja Ach wahrscheinlich so, wieder nee. reinwirtschaften. Aha, wir haben einen Kredit von minus 40.000 schon gehabt. Das war anders rechnen. So, wir brauchen wie viel? 200. 240 brauchen wir insgesamt. Du brauchst einen neuen Kredit von 64. Ne, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr genommen. Ich habe 10.000 mehr genommen, dass wir eventuelle Betriebskosten und so auch. Gut, das müssen wir auf jeden Fall alle kriegen. Ja, was haben wir für Zinsen drauf? Kreditzinsen sind momentan 70. Pro Tag, Pro Euro. Tag, ja. Man ist jetzt nicht viel, gell? Es ist ja gar nichts. Eigentlich nicht, damit kann man leben. Also sagen wir mal so, wenn man jetzt im Real Life 70 Euro pro Man Tag. muss bedenken, das war jetzt die alte Kreditsumme. Wir haben jetzt aber das Dreifache, also wird ein bisschen mehr sein. Na ja, gut, stimmt. Was? Lohnzahlungen minus 1 Euro? Hat da jemand einen Du Euro-Job hattest einen gehabt? Helfer kurz an. Achso, ich dachte einen Euro-Job. Kurzer. So, dann kaufen Ja, wir. wie wär's, wenn wir uns jetzt aber was kaufen? Wir haben gesagt, den Masse Ferguson.